Ausstark Watzinger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Manchmal sind es die kleinen Momente im Leben, die das große Potenzial, das unser Land hat, zeigt. Eine junge Frau sagte auf einer Abschlussveranstaltung eines Ausbildungsprogramms, beschrieb sie, was sie unter Elite versteht. Das ist nicht eine Yacht, das ist kein Luxus. Sie sagt, Elite ist, jeden Tag aufzustehen, sich anzustrengen, über die eigenen Grenzen hinauszugehen und etwas besser machen in diesem Land. Es sind diese Menschen, die unser Land voranbringen. Selbstbestimmt. Aber diese Selbstbestimmung, die ist uns nicht in die Wiege gelegt. Diese Selbstbestimmung bekommt man nur durch Bildung. Deshalb kann es uns nicht ruhen lassen, dass in unserem reichen Land noch jeder fünfte Jugendliche nicht ausreichend lesen kann, dass es oft mehrere Generationen braucht, bis man aus der sogenannten Einfachen in die Mittelschicht aufsteigt. Meine Damen und Herren, wo die jungen Menschen herkommen, das können sie sich nicht aussuchen. Aber wo sie hingehen, das sollen sie selbst bestimmen können, und das ist unsere Aufgabe. Bildung zielt aber auf viel mehr als individuelle Karrierewege. Denn das Wissen jedes Einzelnen ist die Grundlage für das Wissen von uns allen, für das zukünftige Wissen. Und Bildung und Forschung, sie sind Treiber für Wohlstand, sie haben eine immense gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Deutschland ist Innovationsland, und Deutschland soll und muss Innovationsland bleiben, meine Damen und Herren. Mit der besten und modernsten Bildung wollen wir Lebenschancen schaffen in der Regierung, mit bester Forschung und Lösungen für die Herausforderungen, nicht mit den Antworten der Vergangenheit, sondern mit den neuen Technologien der Zukunft suchen. Das steht im Programm, das gehen wir an. Was haben wir uns vorgenommen? Die Pandemie hat uns schmerzlich gezeigt, wie wichtig Bildung ist. Und derzeit müssen wir alles tun, um Präsenzunterricht zu ermöglichen, damit das Recht auf Bildung verwirklicht wird. Schulen, sie gehören zur kritischen Infrastruktur. Und falls Testkapazitäten knapp werden, dann dürfen Schülerinnen und Schüler nicht das Nachsehen haben in unserem Land. Deshalb muss die Schule mindestens den Rang von Kultureinrichtung bekommen in der kritischen Infrastruktur. Mit dem Digitalpakt, 2.0 wollen wir die nächste Stufe der Digitalisierung schaffen, die digitale Revolution. Sie passiert. Geben wir unseren Kindern und Jugendlichen den Pass in die Zukunft, den sie brauchen. Die Nachwehen von Corona. Nicht nur die Nachwehen, aber wir sehen doch, dass Schülerinnen gezielt Unterstützung brauchen. Und deswegen unser Programm Startchancen. Damit werden wir 4.000 Schulen in sozial schwierigen Lagen besonders unterstützen mit Investitionsprogramm und Chancenbudget, meine Damen und Herren. Drittens, das BAföG bekommt einen neuen Schub. BAföG, wir wollen es flexibler, wir wollen es attraktiver und moderner machen und vor allem auch Eltern unabhängiger. Bildung darf nicht an fehlenden Chancen scheitern, meine Damen und Herren. Eine Exzellenzinitiative für berufliche Bildung. Viertens. Ihre Bedeutung muss sich im Ansehen, das wir ihr entgegenbringen wollen, in unserer Gesellschaft dann auch wiederfinden. Und wir wissen, das Programm der Koalition ist ambitioniert. Wir wollen nicht nur reparieren, sondern wir wollen vor die Welle kommen. Und dazu braucht es alle. Kommunen, Länder und den Bund. Gemeinsam können wir die Kehrtwende schaffen. Nicht mit einem Verbot der Zusammenarbeit, nur mit einem Gebot. Der Bund steht bereit. Die Pandemie hat gezeigt, was exzellente Forschung vermag. Schon jetzt können wir uns mit den mRNA-Impfstoffen gegen das Coronavirus impfen lassen, in Zukunft hoffentlich auch gegen Krebs. Wir brauchen Durchbrüche, große Sprünge, echte Innovation. Wir wollen freie, exzellente Forschung ermöglichen und zugleich Missionen entwickeln.
Missionen, das heißt auf Kooperation setzen, soziale und technologische Innovation verbinden, Brücken zwischen Disziplinen bauen. Ein Beispiel mit Blick auf den Klimaschutz. Mit Wasserstoff entstehen aus Abgasen der Stahlwerke Vorprodukte für Kraftstoffe, Kunststoffe und Dünger. Gelingt es uns, nur ein Stahlwerk auf Wasserstoff umzustellen, können wir damit so viel CO2 einsparen, wie eine ganze Großstadt verursacht. Das muss unser Ziel sein, statt kleiner Schritte des Verzichts, große Schritte des Fortschritts. Zwei letzte Punkte. Meine Zeit ist begrenzt. Entscheidend für unseren Erfolg ist, dass das Wissen aus der Forschung in der Praxis ankommt. Deswegen die Enterprise Zones, die wir schaffen wollen. Deswegen DART, die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation, eine Art Partnervermittlung für Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Wir müssen die Potenziale unserer Talente, aber auch unserer Daten nutzen. Deshalb wollen wir möglichst vielen Forschenden möglichst umfassend Zugriff auf Forschungsdaten ermöglichen. Eine Zeitung schrieb neulich, neue Daten können alte Meinungen ändern. Lassen wir diese Chance nicht verziehen. Es ist unsere Aufgabe als Erfindernation, neue Technologien zu fördern, die beste Bildung für die freie Entwicklung zu geben. Wir wollen echten Fortschritt. Das ist das Ziel dieser Koalition. Ich freue mich darauf. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion.